Let's round him up and bring him back to Doc Parker. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play von Wasteland, dem vierten, um genau zu sein. Wir wollten eigentlich Richtung Garten der Götter gehen, aber hier steht noch, stellt euer Team zusammen. Ich befürchte, dass wir beim Doc, weil ich da wirklich zu dumm war, in der letzten Folge Nummer 3, etwas vergessen haben. Ich glaube, wir hätten den Leuten wirklich helfen müssen. Nicht einfach nur so mit anklicken und es geht automatisch, sondern wirklich selber auswählen, was wir da machen. Und unser Nails hier hat ja Verletzungskasten und auch einen Verbandkasten und so dabei. Und wir können unserem Ork eigentlich auch nochmal da was geben. Nitro-Stachel brauchen wir nicht. Verletzungskasten hat der andere. Verbandkasten hat der andere. Aber Nähzeug können wir nochmal ausrüsten. Denn wir haben ja auch welche, die müssen genäht werden, wenn ich das richtig weiß. So, wir wählen uns mal ihn hier aus. Ne, Ork einmal aus und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie jemanden hier von nähen können. Heftig blutender Mann. Ja, seht ihr? Das ist das, was ich meinte. Jetzt können wir die bestimmt nochmal... Achso, ne, Quatsch. Jetzt können wir mit ihm nochmal den Verletzungskasten hier benutzen. Das müssen wir dann bei dem hier bestimmt machen. Das habe ich irgendwie völlig nicht geschnallt beim letzten Mal. Jetzt haben wir ja eigentlich alle... Wenn ich das richtig sehe, bis auf ihn hier. Ihn können wir einmal mit dem Verbandkasten wieder hochhelfen. Oder ihr. Und ihm glaube ich auch. Oder ihr. Nee. Vielleicht war es da schon. Mal gucken, was Doc Parker jetzt sagt. Wir haben für die Patienten getan, was wir konnten. Sie sollten alle durchkommen. Sehr gut. Jetzt haben wir nämlich ein Stethoskop erhalten. Aha, was auch immer wir damit brauchen. And I'm grateful for what you've already done. Ja, sehr gut. Dieses Mädchen, es wurde in den Kopf geschossen, aber es gibt keine Austrittswunde. Die Kugel steckt noch immer drin. Ich muss sie ständig unter Beobachtung halten. Dafür brauche ich saubere, sichere Einrichtungen. Wenn ihr mich in die Einrichtung in eurem HQ nutzen lasst, werde ich alles tun. Ich arbeite als Arzt für euch. Sehr gut. Ah, so wie wir es wollten. Willkommen an Bord, Dr. Parker. Thank you. Need anything before I get my stuff together? Erst die Behandlung brauchten wir, glaube ich, nicht mehr. Nicht jetzt, nein, danke. So, das bedeutet, ihn haben wir rekrutiert. Super. Ist die Frage, kommen wir jetzt, wenn wir jetzt hier rausgehen, raus? Oder steht da immer noch, du musst noch dein Team zusammenstellen? Weil das würde mich ein bisschen wundern. Ich weiß dann nämlich nicht, wen wir noch irgendwie mitnehmen sollen und wie wir das zusammenstellen sollen. Aber das würden wir dann rausfinden wollen. Nee, jetzt geht's. Wunderbar. Bist du sicher, dass du zum Garten der Götter reisen willst? Klar wollen wir das. Das war ja auch der Sinn und Zweck eigentlich. So. Na, was sieht hier nach Schaltplänen aus? Bin gespannt, wie das hier läuft. Ja. Überall im Garten sind Dorseys. Ich sitze auf einem hohen Felsvorsprung fest. Könnt ihr mich erreichen? Wir gucken mal. Ich kann nichts versprechen, aber wir planen, jeden Dorsey zu töten, den wir finden. Hör auf zu plappern. Komm uns nur nicht in die Quere und lass die Dorseys unsere Sorge sein. Nee, machen wir mal. Erste. Und der Familien plus eins. Sehr schön. Okay, das heißt, wir müssen ein bisschen zusehen, aber eben auch nicht zu schnell. Immer noch dran denken, dass wir... Das ist ein Controller. Was können wir mit dem machen? Einfach mal drücken. Oh, okay. Dann machen wir mal den Behälter hier auf. Nähausrüstung. Pistole. Okay, wir können eigentlich nichts anderes machen, als voranzugehen. Versuchen, was zu sehen. Da schon mal einer von den Dorseys. Da oben geht es auch noch lang. Hier rechts. Sehe ich jetzt nicht. Okay, im Endeffekt müssen wir uns jetzt hier sinnvoll verteilen, würde ich sagen. Das heißt, ich versuche mal... so zu gehen, dass die mich hier nicht sehen. Also wirklich einzeln auswählen.
Nicht so wie beim letzten Mal. Ah, okay, der war zu dicht. Beruhigt euch mal. Ah, nichts gebracht, okay. Schade. Ah, die kommen zu uns, das ist gut. Das heißt, die anderen können auch angreifen. Okay, damit habt ihr alle eure APs verbraucht. Das ist der Dorsi-Jäger da hinten. Okay, das sind echt viele. Naja, gut. Schauen wir mal. Richter Tomcat als kratzige Katze hat ja echt ordentlich was auf dem Kasten, ne? Muss man ja echt sagen. So, Coyote. Du hast jetzt keine Deckung, aber ist egal. Du schießt einfach mal rum, würde ich sagen. Das machst du auch. Oh, Hawk, das kann doch nicht angehen. Willst du mich veralbern? Ernsthaft mal? Ist auch viel zu weit vorne, ne? Gehst du mal zurück, ein Stück. Gut, du machst hier Verteidigung. So, du machst ihn. Also, wenn die direkt vor einem stehen, ne? Das ist schwierig. Also brauchen wir doch noch einen Nachkämpfer. Merke ich gerade. Dann machst du was mit dem hier. Danke. Und den auch noch. Danke. Und du versuchst dich um den zu kümmern. Kannst du nochmal schießen? Ja. So, damit haben wir schon mal alle vorne weg. Ach ne, einer ist hier noch. Den kümmert sich Lucia. Außer der Reichweite, okay. Ich will eigentlich nicht, dass Lucia groß läuft, also. Na komm, Lucia, bist du da oben hin? Denn da verteidigen. Ja, das war klar, leider. Macht nichts, müssen wir ihn gleich verbinden. Beide, ne? Verdammt. Oh, sie auch. Major Tomcat macht das. Und du machst jetzt den Rest, Coyote. Sehr gut. Dann darfst du dich bitte nochmal bewegen. Aber geduckt. Oh, jetzt habe ich den falschen geduckt. Egal. Sehr gut. Das war richtig. Das war wichtig. Das war wirklich wichtig. So, kriegst du den? Nee, außerhalb der Reichweite. Dann darfst du dich eigentlich mal verbinden, ne? Keine Ziele in der Nähe? Okay. Dann verbinde dich trotzdem mal. Ich weiß nicht, wie lange das hier anhält. Fünf Züge noch, okay. Doch noch eine Ecke, ne? Hast aber noch 4 AP. So, Devlin. Du gehst mal hier hin. Dann hast du zwar nur noch 3 APs, aber das ist nicht so schlimm. Du bist auch aus der Reichweite. Dann gehst du dahin. Und du bist ihn, ja, das ist klar, viel zu weit weg. Ich weiß nicht, ob du dich nicht noch einfach nur verbinden solltest. Mach das mal. So, und dann bleibst du da in Deckung, wo du bist. Fertig. Major Tomcat macht das schon. Okay, ganze für eine Katze, ne? Macht Major Tomcat echt viel Schaden und hat auch echt viel Lebenspunkte, ne? Gut, hier, Präzisionsschlag. Mal gucken. Außerhalb der Reichweite. Oh, schade. Einmal gehen, aber jetzt. Nein, genau einen außerhalb der Reichweite. Na gut, jetzt habe ich nur noch 3. Schade. So, triffst du ihn? Leider nein. Dann beweg dich mal nochmal.
Triffst du ihn außerhalb der Reichweite und zwar deutlich. Musst du dich nach vorne bewegen, nützt nichts. Und gehst dann auf Verteidigung. Für dich ist er auch außerhalb der Reichweite. Dann bewegst du dich ebenso. Nicht zu weit und dann nochmal schießen. Hm, schade. So, triffst du von da aus zu 50%? Sehr gut. So, wer bist du denn? Bellamy Ward. Hat der Patriarch euch geschickt? Ja. Bellamy, look at me. Have you seen my family? Okay, Gott sei Dank bist du nicht. Gott sei Dank, sie sind mit ihren Geiseln da hochgegangen. Aber Lucia, ich habe Schüsse und Schreie gehört. Okay. Das heißt, wir müssen die auch erstmal gleich befreien. Wer bist du überhaupt? Weiß ich den Namen schon? Ah ja, ein Wissenschaftler. Mhm. Okay, habt ihr an diesem überall Sprengstoff verteilen? Nee. Okay, welches Material hast du für die Sonnenkollektoren verwendet? Ja, okay, echte Solarkollektoren. Wie bekommt man in diesem Wetter genug Solarenergie? Okay, das ist das, was wir vorhin einmal aktiviert hatten, glaube ich. Wo das quasi weggesprengt wurde, die Steine, die da drüber lagen. So, wo sind die Geiseln? Ins Lager gebracht. Okay, dann gucken wir mal. Ich würde aber sagen, dass wir erst einmal hier wieder sammeln und uns gleich erstmal heilen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Nichts Spannendes dabei. So, du musst erstmal 5 Sekunden noch, das warten wir noch ab. Ist hier noch irgendwas? Da oben ist eine Kiste bei ihm. Da sind auch noch Kisten, sehr gut. Oh, Flammenwerfer. Benötigt schwere Waffen 3. Okay. Flammenwerfer ist natürlich gut, weil der macht Flächenschaden und nicht nur einzelnen. Das ist vielleicht hier für unseren Super Dog Nails. Macht ja auch eine ganz gute Waffe. Nobody knows. So, sind alle wieder einigermaßen auf Uhr? Ja, dann können wir alle einmal heilen. Dich selber bitte. Ah, kannst du nicht. Dann einmal sie. Und. So hast du eigentlich keine normalen mehr, weil ich dir das Flickzeug gegeben habe, ne? Das bitte einmal ablegen und dann nimmst du bitte die auch mal. Man kann sich auch auf sich selbst anwenden einmal. So. Dann sind alle wieder einigermaßen geheilt. Einigermaßen, wo man merkt. Ein Hase. Aber erstmal hier Munition einsammeln. Alles nehmen. Alles nehmen und Arzneikiste sowieso alles nehmen. Und jetzt bin ich ehrlich, jetzt gucken wir mal kurz bei dir hier. Mit dem Bunkerbuster hast du ja schon eigentlich einen ordentlichen. Jetzt hätten wir hier noch ja, gleiches Bunkerbuster-Ding. Ein Flammenwerfer 16. Komm, ey. Was soll's, ne? Allerdings haben wir hier nur 6-mal Benzin, ist die Frage. Wie effektiv das ist, da müssen wir gucken. Im Zweifel können wir die Waffen ja wieder wechseln. Aber das finde ich schon ganz cool, welchen Schaden zu machen. Gegebenenfalls. Die Stethoskop wollte ich ihn auch geben, weil er dann ein besserer Arzt ist. So. Let's see. Okay, da kommen wir durch. Da gehen wir mal zuerst rein. Nein! Und ich wollte noch sagen... Wir müssen vorher aber gucken wegen Fallen. Ach, Leute, ich bin echt zu blöd, ne? Das ist, ja, was soll's. Sind immer die gleichen, die hier drauf gehen gerade. Ein bisschen mehr drauf achten, ja. Oh, Sprengstoff mal entschärfen hier. Und jetzt langsam gehen. Siehst du, da ist nämlich noch eine. Nee, du nicht. Du doch nicht. Wer kann hier entschärfen? Am besten entschärfen konnte... Er doch, ne? Oder nicht? Nee, ist blöd. Wer ist unser Entschärfer?
Mechanik, nee. Sprengstoff, doch, du. Ist auch egal. Ist also egal, das kann jeder von denen machen, es braucht nur einer. Reparieren, das machen wir. Wenn wir hier einmal reinkommen. Gucken, was wir damit noch anfangen können hier drin. Also erstmal ist hier Bella Mau, wer auch immer das ist. Haben wir einen Müllhaufen, ist schon mal gut. Kampfanalyseprozessor. Mhm. Dynamische Fotomatrix, Kassettentonband. Mal gucken. This is Bellamy Ward, PAL operational test number 110. I've adjusted the angle of the solar collectors by 3.12 degrees to improve the energy transmission from the photonic amplification lenses. I've also attached a more sensitive voltmeter to the test panel, so I can hopefully get a more accurate reading of the conversion rate. Everything's set. Also, wir hören ihn zu nebenbei. Aber schau euch das mal an hier. Wow. Energy storage is 12% above norm. This is better than I hoped. Now, if I can get the storage rate up to 25%, we'll have surplus power running into the batteries each day. For the first time since the deluge of fire, Colorado Springs will have all the electricity it needs. I can't wait to show this to Theo and Megan. They'll be okay. So excited. So, den Computer kann ich leider nicht benutzen, der benötigt Elektrizität. Jetzt weiß ich nicht, wo ich die hier anpacken soll. Denn da ist das Panel. Und hier ist Elektrizität. Da gibt es auch nichts zu reparieren, leider. Leider. Gut, aber ist dann erstmal so. So, langsam vorangehen. Man weiß nie, auf was man trifft. Nicht? Da ist nämlich eine Falle. Können wir mal entschärfen. Wow. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 2 dieser komischen Hunde. Dann sollten wir uns doch wieder ein Stück zurückziehen. Vielleicht. Wo kann man sich hier gut verschanzen? Eigentlich nur hier so an der Seite. Und hier kommend geht es wahrscheinlich auch. Aber es wäre gut, wenn wir da nicht alle dann kommen von der Seite. Ich würde erstmal die trotzdem hier entschärfen. Und einmal die Alkoholkiste hier plündern. So. Sinnvoll aufteilen. Sinnvoll. Unsere kleine Scharfschützin hält sich mal. Von hier kommt er hier auf. Würde ich sagen. Zufälligerweise. Der Mann fürs Grobe. Da auch mal weg. Devlin. Wäre gut, wenn wir einen haben, der von hier schießt, ne? Devlin hatte ein normales Gewehr. Das heißt, den schicken wir mal dahin. Auch geduscht. Zusammen mit Marshall Kwon. Mal von hinten aufräumen. Oh, ist schwierig, ne? Schwierig, schwierig. Aber machbar. Doch, du stellst dich mal erstmal dahin. So. Und Lucia hat das Problem, dass sie ja nicht so weit schießen kann. Das heißt, sie müsste sich auch erstmal hier hinstellen. Ja, und Coyote. Ich weiß nicht, ob ich nicht dich doch nach vorne schicke. Coyote schicke ich mal hier hin. Auch eher so. Den dicken Nails. So. Oder? Was meint ihr? Jodi vielleicht noch nach vorne? Ork da. Zack, 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 zack. So, die Frage ist, womit anfangen?
einfach mal angefangen und da wird man sehen, was bei rauskommt. Ich hoffe, dass das passt. Nicht, dass wir hier irgendwie jetzt Blödsinn gemacht haben. Ich kann jetzt hier eigentlich nur... Gar nicht so weit, ne? Ich hätte gedacht, das geht weiter. Schade. Hier nehmen wir erstmal die. Außerhalb der Reichweite. Cheater. Ernsthaft? Boah. Du müsstest eigentlich jetzt noch weiter vorrücken, aber eigentlich müsstest du weiter vorrücken, ne? Wie das jetzt klingt. So. Sehr gut, so ein Hawk haben wir noch. Hawk kann den Beastmaster mal versuchen zu erledigen, na toll. Ging schief. Dann hat Devlin noch die Möglichkeit. Nee, eigentlich hat gar keiner mehr die Möglichkeit. Nur noch du und du gehst auf Verteidigungsmodus. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hab's mir irgendwie gedacht. Okay, mit ihm ziehe ich jetzt ein kleines Stück gleich zurück. Okay, der macht das jetzt richtig. Ich ziehe ihn ein kleines Stück zurück. Ja. Ich hoffe, dass ich dann noch genug... Wie viel braucht er zum Feuern? 4 AP. 2 AP bis dahin. Und jetzt einmal... Gib ihn. So, den Beastmaster machen wir, glaube ich, als erstes fertig, weil der hatte so ein großes Ding in der Hand. Hatte ich echt ein bisschen Angst vor. Oh, das ging ja doch relativ gut. Relativ. Bisher. So, das Blutbeast müssten wir aber zusehen, dass wir das hier auf jeden Fall wegkriegen. So, Hawk. 41%. Hm. Die zieht da voll ins Gemüse, ne? Auf zu Ben. Guck mal, er ist ja auch noch da. So. Zack. Schaffst du es, den noch zu kriegen? Oder den noch? Keine Munition mehr. Okay. Habe ich nicht drauf geachtet. So, Hawk. Ganz ehrlich. Immer ein bisschen. Nicht genügend AP. Du brauchst nämlich 6 für einen Schuss, ne? Leider. Musst du hier warten. So, Doc, du versteckst dich mal hier hinten. Weil jetzt so einfach mal die Waffe wechseln ist nicht. Du hast tatsächlich Möglichkeiten zu treffen, aber relativ gering. Naja, immerhin. Und danach gibt es einen Präzisionsschuss. So, du hast saugut getroffen. Wow. Also muss man wirklich sagen, das ist echt nicht schlecht. Du kannst dich mal selber reparieren, bitte. Heilen. So, Quan. Mach mal einen super Schlag und guck mal, ob du ihn weghaust. Auf den Kopf. Sehr gut. Ja, das ging ja ganz gut. Dem Flammenwerfer, ja, aufgrund der begrenzten Reichweite, hatte ich jetzt nicht so gut einsetzen können, ne? Schade eigentlich. Ich
glaube, ich gebe ihn erstmal wieder dem Bunker-Buster zurück hier. Glaube ich zumindest. Dann kriegt er hier das Nayset. Wer muss denn hier eigentlich noch geheilt werden? Eigentlich nur du, ne? Ne, du auch, Lucia. Hopp. Gut. Lucia auch. Passt. Und wir haben hier ein paar, die aufgestiegen sind, aber ich würde erstmal einsammeln. Blutbeastzahn, okay, Geld, Schleim und ein bisschen Rüstung, das ist gut, da können wir gleich ein bisschen was verteilen. Wolfschädelverzierung, freigeschaltet fürs Auto, Polaroid-Foto und ein bisschen Geld, okay. So, dann gehen wir erstmal einmal, ich würde sagen, nochmal verteilen. Du hattest eine Hose, du bist eigentlich weit genug weg, dass du keine brauchst. Du könntest eine Hose gebrauchen. Du hast eine Rüstung, aber eine Dreier. Das hier wäre eine Vierer. Und du hast auch nichts. Du kriegst auch mal eine Vierer Rüstung dann. Jo. Ich glaube, das reicht erstmal. Da ist eine Kiste. Warte mal, waren hier unten noch Kisten? Die hatte ich gelootet. Dann die Kisten. Da ist noch ein Müllhaufen. Alles nehmen. Oha. Red-Tech-Hose, Red-Tech-Helm, Söldner-Ausrüstung, alles klar. Das nehmen wir auf jeden Fall. Das nehmen wir auch alles. Jetzt gucken wir uns mal das Massengrab an. Das sieht nicht so gut aus. Irgendein Zeichen an der Familie. Geht das schon mal gut? Ins große Leiche. Oh Gott. That was one of the Skylar girls, I think. Seems like we ought to leave her alone. Scheint also nicht die scheinen nicht die Eltern zu sein, aber es ist trotzdem Cheater. Suchen wir das nochmal hier oben. Hier oben ist noch ein PA-Controller. Okay. So langsam gehen. Ja, wir wissen ja. So Molotov-Cocktails, okay. Arzneimittel. Da gehen wir gleich hin. Erst einmal gehen wir jetzt nochmal hier oben hin, würde ich sagen. Einmal den PA machen. Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Ich mache es trotzdem, dass ich einmal den Amplifikator hier mache. Auf der Linse einstellen. Und drauf drücken. Ah ja, wenn wir hier durchgegangen wären, sehe ich jetzt gerade, hätte man durchgehen können, gegebenenfalls. Dann hätte man das machen können. Gut, ansonsten hat es jetzt leider nichts gebracht. So, jetzt haben wir ein Problem. Wollen wir die da killen? Ja, ich glaube schon, oder? Erstmal laden wir alle nach. So, wer fängt an? Du fängst an. Auf den Alpha-Wolf. Nützt ja nichts, ne? Weil ich glaube, da gibt es bestimmt noch wichtige Sachen. Also ich hoffe, ich weiß es nicht. Let's see. So, so wie ihr steht, ist eigentlich gar nicht schlecht, oder? Nicht versperrt, okay, ist doch schlecht. Nicht jetzt. So, Nummer 1 ist tot. Nummer 2 ist tot. Und Lucia natürlich. Ja, gut. Dann machen wir den hier. Der ist noch gar nicht tot. Haha. Okay. Was gedacht? Ja, Hawk. Du machst auch den hier.
Doc hat keine Munition mehr. Überhaupt gar keine Munition mehr. Habe ich da nicht drauf geachtet, dass 762 aus ist? Oh. Dann muss er ja doch den Flammenwerfer nehmen. Licht versperrt, okay. Doc geht mal ein Stück zurück. Kann er nicht. Keine genügend AP, okay. Marshall geht nach vorne. So. Damit hat keiner mehr AP, wie es gebrauchen könnte. Also, Runde beenden. Ah, leider, leider kommt er zu nah dran. Finde ich auch. Nichts gut. Ja, Doc, dann brauchst du ja erstmal eine andere Waffe. Das ist ja... Ah, 762, tatsächlich komplett alle, ne? Gut, dann kriegst du doch den Flammenwerfer. Oder, Moment, stopp. Ne, dafür brauchen wir verrückte Wissenschaft. Oder einen Raketenwerfer, ne? Davon haben wir ja ein paar. Hier zumindest. Oh, komm, erstmal einen Raketenwerfer. Müssen wir nur aufpassen, wie du das einsetzt, glaube ich. Okay, Pelz und Zähne. Nichtsdestotrotz wird es auch hier unten noch was zum Untersuchen geben, oder? Oder auch nicht. Okay, dann war das jetzt nur für uns, behaupte ich. Oh oh. Okay, da ist nur Graben möglich, ist schon mal gut. Eine gruselige Puppe und eine Schrumpfgranate. Nehmen wir mit. War das nur für uns, für XPs? Oh, das ist ja okay. Dann versuchen wir jetzt hochzulaufen. Und mal die Eltern zu retten, ne? Wenn die noch leben. Okay, das sieht so aus. Jetzt würden die leben. Hätten die sich vorher schon in Sicherheit gebracht, merkwürdigerweise. Isaac Reed. Isaac Reed, on behalf of all of us here, I want to offer our unconditional surrender. As proof of our goodwill, I want to tell you that the culprits got into town with help from Farron Brigo's organization and... Isaac, how could you? How could you throw in with these people? They're in the grave you passed on the way here. Okay, also, der hat sie verraten. Right now. Moment mal, habt ihr den Kindern Dorseys geholfen? Die Dorseys haben versprochen, dass wir den Patriarchen stürzen können. Okay. What about all the other people they killed? Or was that part okay with you, Isaac? Wie kommt es, dass diese ganzen Leute eigentlich tot sind? He went looking for your family, Lucia. Your family especially. That's why I got you out of your house before the raid. I didn't want anything to happen to you. You didn't want anything to happen to me? But you're still alive, Lucia. Don't you see? You're okay, still alive, das heißt, die sind... Most to me. Ich verstehe. Also, die haben denen geholfen, den Dorseys. Und haben sich... Ja, die haben die Eltern bzw. Familie von ihr mitgenommen, immer noch. Warum hast du das überhaupt gemacht, Isaac? Weil du keinen Bock hast auf den Patriarchen. Okay. But it's really just his family. In Wirklichkeit ist es nur seine Familie, nur er. Okay, ja. Farron Brigo's gang helped them get into town. Farron Brigo hat ihnen also geholfen. Ich weiß nicht wieder warum. Ich habe gehört, wie Neelius etwas über Liberty Buchanan gesagt hat. Okay. I think she's going to attack Colorado Springs. I have heard enough. Please, Lucia. Okay. Lassen wir Lucia ihn umbringen oder nicht? Das ist jetzt eine Frage. Fürs Kleine ist ein wertloser Mistkerl oder gibt einen besseren Weg, damit umzugehen? Also ich bin der Meinung, es gibt einen besseren Weg, damit umzugehen. Ich kann nicht think of one. Not after what he did to my family. Ich würde sagen, wir verhaften ihn. Away from what he's done? I have justice right here in the palm of my hand. I am more than happy to meet it out. Aber du bist nicht das Gesetz, okay? Thank you. Come in, November 1. This is Ranger HQ. We're getting reports of shooting in your last known location at Garden of the Gods. What's your status? Over.
Wir haben uns um die Dorsey. Ah ja, okay. Wir müssen also jetzt mal einen Bericht abgeben. Ich verstehe. Schick dein Team, um sie schnell wie möglich abzuholen. Wir haben uns um die Dorsey gekümmert. Wir würden Sheriff Daisy und den Marshals gerne einige Gefangene übergeben. Ich würde auch sagen, wir machen das hier Richtung Sheriff Daisy und den Marshals. They'll be happy to hear that, Team November. As am I. Good Ja. job getting those some bitches. Over Dann now. ist gut. So. Dann natürlich hier auf jeden Fall noch looten, was das Zeug hält. Alles mitnehmen, was geht. Arzneikiste ist auch immer gut. Zack, den großen Behälter. Und siehe da, da ist nochmal ein Raketenwerfer. Wow. Okay. Das Lager untersuchen. Dieses Lager ist schon ein paar Tage alt. Okay. Ja. So, dann würde ich sagen, wenn wir jetzt hier auf Gebiet verlassen gehen, müsste das ja klappen. Dann war das diesmal nur eine kurze Folge, im Endeffekt, wenn ich das richtig sehe. Leider. Aber wir gehen nochmal zurück zu... Ja, zur Innenstadt und sprechen nochmal mit dem Sheriff, würde ich behaupten. Also, wäre sinnvoll, finde ich. Vielleicht kriegen wir noch eine Belohnung, oder. Schauen wir mal. You let Isaac live? After he gave aid and comfort to okay, the jetzt enemies kriegen wir erstmal Ärger von ihr. Why arrest him when you killed all those others? What made him special? Wir wollten nicht, dass du seinen Mord auf den Gewissen hast. Er ist ein verwirrter Junge, er hat den Tod nicht verdient. Gerechtigkeit obliegt dem Gesetz und der Sheriff wird ihn wahrscheinlich trotzdem hinrichten. Ach ja, wir nehmen das Erste. Du weißt, dass er dein Leben gerettet hat. So. Ja. Im Gegensatz befolgst du Befehlen wie ein Ranger. Wenn du ein Ranger bleibst, dann ist alles gut. Dann nehmen wir dich mit. I thought she said she was gonna follow. For now, we should head back to the sheriff. Ja. Wir gehen jetzt zum Sheriff, genau. Also, wir nehmen sie mit. Versuchen sie zu quasi in einem Ranger zu machen. Aber erstmal versuchen wir mal zum Sheriff zu kommen. Der war wo? Ganz unten hier, ne? Hier war. Hier drin. Ja, und dann schauen wir mal, was der Sheriff uns noch so erzählt. Dann würde ich sagen, würden wir alle unsere Teammitglieder nochmal einmal aufwerten. Und dann auch zu gucken, im Endeffekt, wir mussten ja noch bei dem Museum was können. Da gucken wir mal, ob wir das gleich noch ausgeben können. So, aber erstmal mit der Sheriff-Tante hier reden. Der Ruhm ist gestiegen, sehr schön. In die Enge getriebene Ratten haben wir damit abgeschlossen, sehr gut. Und wir kriegen eine Söldnerrüstung. Oh ja, das können wir auch gleich alles verteilen. Sehr gut. So, wir stehen alle auf derselben Seite, nicht wahr? Wo haben wir das denn? Mal gucken. It's in all our interest to keep this city safe. Ja, das ist so. Now before I forget, let me introduce you to Hope Emerson. She heard all about you coming to town and she wants to join up. Ain't that right, Hope? Yes, Hope. Pleasure's mine, Rangers. Aha, okay. Ran the lockup in a little town called Amity on Colorado's eastern border. Figured I could do the same thing for you at your HQ. Amity got flattened by the Scar Collectors. Ah, okay. Die können wir also als Gefängniswärterin einstellen. Das wäre cool. We have some differences when it comes to crime and punishment. Okay, ja, danke für die Empfehlung. Wir brauchen jemanden für die Position. Also willkommen, Hope. Ja, nehmen wir mit, oder? I'll head over to Ranger Headquarters in a bit. Ja, sehr gut. Back to business. Did you find out how the Dorseys got into town? Anscheinend hatten sie Hilfe von Farron. Ja, also Greed hat zugegeben, dass er ihnen geholfen hatte, doch es war Farron Baggs Gang, die sie in die Stadt gelassen haben. Ja. Well, since you already dealt with Isaac, let's. In fact, I had a hunch he might be involved. Ehrlich gesagt, habe ich mir schon gedacht, dass er in die Sache verwickelt sein könnte, also habe ich meinen besten Mann rüber in seinen Nachtclub geschickt. Ah ja. Okay, ja, wir sollen also da rein. Machen wir Big Trouble in Little Vegas. Im Nachtclub Little Vegas nach Delgado suchen. Wenn wir da reinkommen, wenn er dann schon wieder auf ist, dann müsste er jetzt, ja. Das machen wir. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal einmal zum Museum. Denn ich will da einmal die Elektrik hochpacken.
aufmachen, weil da war ja ein Raum, wo wir noch reinkamen. Wer weiß, vielleicht gibt es da super interessante Dinge, die wir gebrauchen können. Deswegen einmal da vorstellen, einmal gleich gucken, wem wir dann hier aufleveln müssen. Ich weiß nicht mehr genau, was wir brauchen. Ich glaube, Mechanik. Mechanik 3 oder so, ne? This is Rosie Wong at the Sands Lux Apartments. The tap water's brown again. That's not really our department, Miss Wong. Okay. Then you go arrest whose department it is. Hinten haben wir recht auf sauberes Wasser. Was soll denn der Käse? Egal, also, wir machen mal hier ein auf Mechanik 3. Ich weiß nicht mehr, wer Mechanik jetzt schon hatte. Hier, er. Bin ich noch einer Mechanik? Ich glaube nicht. Nee. Du kriegst also Mechanik 3. Und die automatischen Waffen machen wir mal auf 2. Ja, genau. Super, haben wir. Dann kriegst du noch Attribute. Setzen wir auch einen hoch. Koordination im Moment noch, würde ich sagen. Bestätigen. So, dann kannst du das mal hier reparieren. Die anderen machen wir gleich. Sehr gut. Halt, nicht alle auf einmal. Er ist ja wieder eine Falle irgendwo. Wurm in Formaldehyd. Ja, können wir mal gebrauchen. Gibt es ein neues Rezept? Super Idee. Auf jeden Fall 7,62mm. Das ist wichtig. Und 30,06er Munition. Aber die 7,62 ist eigentlich wichtiger. Greetings, visitors. My name is Junko Murayama. And it's my pleasure to welcome you to the Saul Buchanan Colorado Heritage Museum. Okay, haben wir aber noch echt gute Waffen, ne? Ungefähr 5, muss man gleich mal gucken, kann bestimmt einer gebrauchen. Hier noch ein Mod für eine Rüstung. Nehmen wir alles. Das hat sich also gelohnt, hier würde ich sagen. Eigentlich können wir doch die Tür hier öffnen, oder? Nee. Let's go! Funktionieren die jetzt alle, nachdem ich das da aufgemacht habe? Tatsächlich. Gut, dann kommen wir jetzt hier raus. Und ich würde sagen zum Nachtclub, ne? Was auch immer ich da jetzt geschaltet habe. Keine Ahnung. Achso, das ist eine Mikrowelle. Okay. So. Devlin. Devlin könnte sich eigentlich ja nochmal heilen. Jetzt ist die Frage, ob wir alle gleich, ob wir da jetzt so reingehen oder ob wir alle nochmal vorher ausrüsten. Ich würde da jetzt einfach so reingehen, weil ich vielleicht davon ausgehe, dass da nichts passiert. Nichts Großes passiert. Also, reinkommen wir. Damit verlassen wir das Gebiet. Okay. Dann würde ich doch sagen, gucken wir lieber nochmal. Und geben unseren Leuten doch nochmal ein paar Fertigkeiten. Ich habe ja gesagt, dass ich ihnen noch nicht so viele Fertigkeiten gebe. Jetzt hat er aber 6 Punkte. Das heißt, ich gebe ihnen zumindest die automatischen Waffen einmal. Und falls wir was anderes noch aufwerten wollen, können wir das immer noch machen. Bestätigen. Und bei den Attributen würde ich ihnen vielleicht doch nochmal Intelligenz geben. So, bestätigen. Dann gehen wir auf Org. Org kriegt auf jeden Fall nochmal Glück, würde ich behaupten. Für eine Scharfschützin wäre das manchmal gar nicht so schlecht. So, dann hat sie Schlösserknacken 4. Nerdkram lassen wir mal so. Ja. Bei ihr würde ich die 4 Punkte nochmal lassen. Tatsächlich. Weil wer weiß, was wir zuerst brauchen. Zum Knacken oder sonstigem. So, schwere Waffen oder erste Hilfe. Auch bei dir würde ich sagen, einmal da. Und dann hast du noch einen übrig und den lassen wir erstmal. Aber du hast auch noch Attribute. Den geben wir dir in Koordination. So. Dann Devlin. Devlin hat noch Vorteile zu vergeben. Devlin macht mal den. Habt ihr auch noch Vorteile? Ah ja, okay. Schau an. Das habe ich gar nicht gesehen.
Bewegung. Terrorisieren. Gib deinen Freunden eine Chance vorzurücken, solange du ihre Köpfe unhalten. Schwere Waffen. Unterstützungsfeuer. Unterstützungsfeuer finde ich jetzt nicht so schlecht. Auch noch Vorteile? Nee. Gut. Dann Marshall. Marshall Kwon kriegt auch noch mal einen auf Intelligenz. Die kritische Chance. Oh, der ist ja Arschkriecher schlechthin, ne? Der kriegt einfach die automatischen Waffen voll und den Rest lasse ich. So, du bist die Handfeuerwaffen-Lady. Da müssen wir gleich mal gucken, ob du nicht eine bessere haben kannst. Jo. Und die Attribute mache ich dir auch mal auf Koordination ein. Genau. So, wir hatten doch irgendwie... Du hast ja schon so einen genialen Colt hier. Aber haben wir vielleicht noch einen höheren? Relativ 35 bis 43. Ah, nein. Okay. So. Du hast... Kannst mal eine Hose haben. Nee, brauchst du nicht. Du brauchst keine Hose. Du hast eine, du hast eine. Du könntest eine haben. So. Du könntest eigentlich auch eine haben. Du hast Panzerung 4. Du hast Panzerung 3. Du könntest hier mal die 4er nehmen. Die Söldnerrüstung. Du hast auch 3. Dann könntest du eigentlich auch die Söldnerrüstung nehmen. So, der Red-Tech-Helm ist echt heftig, ne? Aber wer braucht den? Eigentlich nur die Frontkollegen. Könntest du auch nochmal sowas hier aufziehen. Zack. Du hast die viel zu große Waffe. Ah gut, ist egal. Lassen wir so. Dann würde ich sagen, liebe Leute, bevor wir jetzt in den Little Las Vegas Club gehen, würde ich ja einen Break machen und würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ein paar Spielekommentare, vor allen Dingen Tipps und Tricks hätte ich ganz gerne von euch. Ihr könnt bestimmt ein paar Sachen oder wisst vielleicht ein paar Sachen besser als ich, wo man etwas findet. Ich bin, wie gesagt, völlig nackt in dieses Spiel hineingetreten. Ich finde es gar nicht schlecht. Ich fühle mich nicht unbedingt hundertprozentig genau mitgenommen. Also, wie man was genau macht. Aber ich habe auch das Tutorial ausgestellt. Also, alles gut, bin ich auch ein bisschen selber schuld. Also, nochmal, wenn euch diese Folge gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.